Was? Warte mal. Oh Gott, das Telefon! Nein, ich komme zu spät. Wer ruft denn so früh am Morgen an? Schinken, was machst du da? Wieso steckst du mit dem Kopf in der... Okay, keine Zeit. Ach, ja, bitte. Hallo? Hallo? Spreche ich da mit Mrs. Cheesy? Ja, hallo? Wer ist denn da? Wieso steht da Doktor? Hier ist Dr. Krall, Leiter des örtlichen Krankenhauses. Ach was, es gibt eine Art Notfall? Was ist passiert? Würdest du bitte sofort ins Krankenhaus kommen? Ich erwarte dich dort. Schinken, der hat einfach aufgelegt. Oh no. Warte, was ist denn los? Schinken, ich muss los. Hier ist deine morgendliche Karotte. Ich bin weg. Nein, jetzt ist hier auch noch Stau. Ach, komm schon. Ah, zum Glück habe ich ein Motorrad. Ich kann einfach durchdüsen. Oh, warte, hier ist das Krankenhaus, oder? Ah, oh Gott. Ah, oh, hi. Hallo, warte, wo ist der Arzt? Ha, gut, dass ich direkt vom Krankenhaus bin. Hi, ich habe dich schon erwartet. Komm, wir gehen in mein Büro. Sind Sie der Chefarzt? Haben Sie mich angerufen? Oh, die gucken hier einen Film. Ich will auch einen Film schauen. Warum reißen Sie mich morgens aus dem Bett? Ich habe nur meinen Schlafanzug an. Oh no. Entschuldigung, Sir, ich bin sofort da. Ich muss mich ganz kurz umziehen. So, da sind wir auch schon wieder. Ich bin da. Okay, alles klar. So, ich hoffe, das ist jetzt kein allzu dringender Notfall. Was ist denn los? Also, Izzy, es fällt mir schwer, dir das zu sagen, aber es scheint, als könnte es bei deiner Geburt zu einer Verwechslung gekommen sein. Warte, was? Wie meinen Sie das? Die zuständige Krankenschwester hat vor ihrem Ableben einen Brief hinterlassen. Dieser hat uns nun erreicht. Und was steht in dem Brief drin? Sie schreibt, dass sie damals oft bis mitten in die Nacht gezockt hat und tagsüber so müde war, dass sie rund von eckig nicht unterscheiden konnte. Okay. Und jetzt? Einige Babys wurden deshalb vertauscht und in die falschen Familien gebracht. Dies könnte auch bei dir der Fall sein. Wie bitte? Was meinen Sie damit? Bei deiner Geburt waren drei weitere Mütter auf der Station. Ich gebe dir eine Liste mit Informationen über all diese Personen. Was? Soll ich jetzt die Leute... Du könntest DNA-Proben von ihnen sammeln und sie ins Labor bringen. Aber das ist dir überlassen. Warten Sie, ich soll von fremden Leuten DNA-Proben sammeln, um rauszufinden, ob ich mit denen verwandt bin? Ist das Ihr Ernst? Oh mein Gott, das kann doch nur ein Witz sein. Wieso hat die denn bis mitten in die Nacht gezockt? Sowas würde ich niemals tun. die Versicherung kommt natürlich für die Entschädigung auf, für den Fall, dass du... Naja, du verstehst schon, was das ich war. Dass es echt so ist? Oh mein Gott, Leute, wir müssen das herausfinden. Okay, ich muss jetzt wieder los. Die nächste auf der Liste wartet schon. Ach, viel Glück. Also hier ist eine Liste, hier steht drauf, mit wem ich verwandt sein könnte. Das gibt's doch gar nicht. Person 1, Beruf Pilot. Familienstand verheiratet, Kinder 3, Hobbys Käse essen. Oh no, das ist doch auch mein Hobby. Oh Gott, vielleicht sind wir echt verwandt. Ich weiß es nicht. Warte, hier ist ein Notausgang. Wir können... Ah, schau mal, Pilot, das heißt, die müsste vielleicht beim Flughafen arbeiten. Hier vorne ist nämlich gleich der Flughafen. Das ist ja perfekt. Da sind wir nämlich auch schon. Aber wie komme ich rein ohne Ticket? Ich habe ja kein Flugticket. Wartet mal, vielleicht, wenn die uns für eine Maus halten. Und wir einfach reinstürmen! Ah, lass mich durch! Sehen Sie, ich hab nichts! Alles ge... Oh mein Gott, nein! Ah, der Sicherheitsmann! Der Sicherheitsmann! Oh, schnell zu! Oh, warte, kommt der da? Okay, ich sneak mich einfach in das Gras. Da, bitte lass ihn mich nicht sehen, bitte lass ihn mich nicht sehen. Warte, was? Junge, wie ist das Flugzeug da gerade gelandet? Oh mein Gott! Was ist das für ein Pilot? Bruchpilot! Oh, oh, Moment. Das ist eine Pilotin. Pilot? Beruf? Pilot? Büro? Oh no! Freunde. Sie hat das da aufgemacht. Kann ich da reinschauen? Was macht sie da? Es ist zu. Okay, die ist jetzt da reingegangen. Ich weiß nicht so genau, was da drin gerade vor sich geht, Leute. Vielleicht oh no, no, no. Sie kommt raus. Okay, alles cool. Hat sie da ein Stück Käse in der Hand? Gleich geht's weiter auf die Bahamas. Schade, dass es noch keine Pilotenuniform als Badeanzug gibt. Was? Nein, sie fliegt wieder weg. Sie ist wieder weggeflogen. Wie soll ich denn ihre DNA kriegen? Ich muss ihre DNA kriegen. Warte, wir können. Vielleicht hat sie ja was hinterlassen oder sowas. Ich gehe mal schauen. Eine Brille. Eine Brille. Pilotenbrille würde uns nicht helfen. Hier ist Uniform. Da könnten vielleicht so Hautzellen dran sein. Ich glaube, die haben DNA. Was ist das hier? Warte, sind das Ohrenschützer? Yes, Jackpot, Leute!
Die nehmen wir mit. Das wird definitiv funktionieren. Nice. Wir haben einfach ihre Ohrenschoner. Okay, dann würde ich sagen, wir gucken jetzt mal, dass wir hier irgendwie schnellstmöglich den Flugplatz wieder verlassen, bevor wir hier noch irgendwie weitere Security... Oh, no, 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 das meine ich. Hey, oh Gott. Hey, du bist hier unbefugt eingedrungen. Das ist Sperrgebiet. Ich habe mich verlaufen. Ich wollte eigentlich zum Supermarkt. Begleite mich bitte. Ich bringe dich zum Gericht. Zum Gericht? Werde ich jetzt verurteilt? Werde ich nicht erst unter so... Oh no. Okay. Ja, ist ja schon gut. Ich komme mit. Alles gut. Ich werde nicht abhauen oder so. Ich habe überhaupt nicht vor, auszubrechen oder so. Ja, hier vorne ist das Gericht. Ich kenne das doch schon. Ich wurde doch schon so oft verurteilt. So, da sind wir. Die Richterin ist eine ziemlich harte Nuss. Rechte Tür. Von nun an bist du auf dich allein gestellt. Oh nein. Hier geht's rein. Warte mal, ich kann doch... Hier oben? Oder war das hier unten? Nee, hier ist nur die Toilette. Nee, hier oben geht's nämlich lang. Und hier kann man nämlich in den Gerichtssaal reingucken. Okay, dann wollen wir mal schauen. Das ist die Richterin? Der ganze Saal ist leer. Okay, wir beeilen uns mal lieber schnell. Bevor noch irgendwie wir Ärger kriegen oder sowas. So, Gerichtssaal. Okay, wir sind da. Hallo, guten Tag. Hallo, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Warte mal. Person 2 ist Richter, Leute. Person 2 ist Richter. Und Hobby ist Menschen ins Gefängnis bringen. Es tut mir ganz doll leid. Verletzung der Schulpflicht während des Sportunterrichts. Das macht 15 Liegestütze. Los jetzt. Was? Ich hab doch grad... Hä? Wovon redet ihr? Okay, warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, reicht es langsam? 16, 17. Junge, ich kann hier so viele Liegestütze machen, wie sie wollen. Da bin ich echt gut drin. Was macht sie denn da? Autsch, ich habe mich am Papier geschnitten. So ein Mist. Okay. Sie hat ein Buch liegen. Gib mir bitte ein Tuch von da vorne. Hier? Okay, hier, Ma'am, natürlich. Hier kriegen sie ein Tuch. Das sieht zwar auch aus... Boah, das ist hier Blut. Warte mal, Leute, wollen wir hier Blut klauen? Das ist Blut klauen. Ich glaube, das ist sie. Okay, ich hab's. Okay, Ma'am, ich hoffe, das Tuch hat geholfen und ich hoffe, es geht Ihnen gut. Gut, du hast deine Strafe verbüßt. Jetzt geh. Okay. Hä? Ich dachte, das würde mehr geben. Naja, merkwürdig. Die nächste Person wandert für 20 Jahre in den Knast für unbefugtes Betreten des Flugplatzes. Oh mein Gott, was? Sie denkt, dass ich das nicht... Ganz schnell weg, ganz schnell. Warte, was? Ich hatte einfach keine Lust auf Sport. Das ist doch nicht verboten. An deiner Stelle würde ich hier ganz schnell verschwinden. Also kommst du die nächsten 20 Jahre ins Gefängnis. Oh no! Warte, haben wir überhaupt... Ja, genau, wir haben das Blut, wir haben das Blut. Wir haben die Kopfhörer, dieses Headset. Wir haben das Blut. Und wer ist jetzt auf Nummer 3? Lass mal schauen. Beruf Stuntman. Wo findet man denn einen Stuntman? Von brennenden Häusern springen? Freunde, ich dachte, wir können vielleicht den Doktor nochmal fragen, ob der vielleicht weiß, wo wir hier einen Stuntman finden, der von brennenden Häusern springt. Warte mal, da brennt es doch, oder? Was? Warte mal, da oben ist jemand. Oh mein Gott. Die nehmen es auf. 3, 2, 1 und los, sagt er. Was? Oh. Krass. Die ist da einfach von dem brennenden Haus gesprungen. Und jetzt rettet die Katze vom Baum. Oh mein Gott. Atemberaubend. Was für ein Sprung, sagt der Director. Ach was. Großartige Arbeit. Und jetzt noch einmal. Ach was. Okay, warte mal. Das könnte sie sein. Wir brauchen irgendein organisches Material von ihr. Könnte das ihr Wagen sein vielleicht? Sehen die mich? Nee, die sind alle so mit ihrer... Oh nein, die Katze beobachtet mich. Aber die Leute ja nicht. Die Katze kann jetzt wirklich nichts sagen. Dann brechen wir hier mal kurz ein. Ob wir hier vielleicht was finden. Oh Gott, hier ist jemand. Ein Haar? Hier war ein Haar. Ach, nice. Okay, lass uns gleich wieder raus hier. So, Leute, jetzt bin ich aber gespannt. Hier ist nämlich das Genetiklabor. Und hier können wir den Ohrenschmalz, das Blut und das Haar untersuchen lassen, ob das irgendwie unser genetisches Muster ist, um herauszufinden, ob wir wirklich bei der Geburt vertauscht wurden. Ey, das ist ja absolut verrückt. Da oben ist jemand. Hallo? Sind Sie ein Wissenschaftler oder sowas? Sie sehen jedenfalls so aus mit Ihrem Schnauzer. Ja?
Okay. Ja, ich würde gerne das genetische Material hier untersuchen lassen und abgleichen lassen mit meinem, um ein Profil zu erstellen, ob diese Personen mit mir verwandt sind. Oh ja, das machen wir. Komm mal mit. Okay, alles klar. Hier rein? Gut. Was habe ich denn, was soll ich denn tun? Mich hinsetzen? Okay, ich sitze. Und jetzt? Wollen Sie nicht das... Ich brauche zum Abgleich eine Speichelprobe von dir. Bitte einmal in den Eimer spucken. In den Eimer soll ich reinspucken? Okay, so, okay, na gut, alles klar. Okay, 3, 2 und... Was? Ich habe doch gar nicht so viel gespuckt. Schön. Warum reden Sie so komisch? Warum, Sir, warum reden Sie so komisch? Okay, jetzt können Sie meine Speichelprobe nehmen, die einfach ein Eimer voll ist. Gib mir bitte deine gesammelten Materialien. Das Ergebnis liegt dann in 2 Minuten vor. Er redet so einen Satz normal und der zweite Satz ist dann immer so, oh, schön. Alles klar, soll ich jetzt hier warten? Okay, oh mein Gott, gut, dass er keine Blutprobe von mir wollte. Hier liegt eine Spritze, ist ja eklig. Und jetzt soll ich hier warten und auf das Ergebnis? Wollen wir mal hochschauen? Ich würde mir gerne anschauen, wie es da oben aussieht bei ihm. Dann schleichen wir uns mal. Hier, warte, da war eine Tür. Es steht unbefugtes Betreten verboten. Ich habe hier gewartet. Ich habe hier gewartet. Genau hier. Ich habe mich gar nicht Okay, ich glaube, das nimmt mir nicht ab. So, wie sieht's aus? So. Oh, bitte, Sir, kommen Sie mal zum Punkt, ja? Das Ergebnis liegt vor. Keine dieser Personen ist mit dir verwandt. So ein Glück. Oh mein Gott, ich dachte schon. Aufgrund deiner DNS habe ich jedoch ein Profil erstellt, wie deine echte Mutter in etwa aussehen würde. Okay. Und komm, ich zeig dir das Foto. Ja, nice. Ja, dann bin ich gespannt. Alles klar, er hat es scheinbar ausgedruckt. Und dann schauen wir uns das jetzt mal an, oder? Jetzt hier rein, streng geheim. Ach, krass. So, und wie sieht's aus? Das ist sie in etwa. Was? Ah, nein! Das kann nicht sein! Es ist Aiden. Weiblich? Warte, ist das Aidens Mutter? Ist Aiden mein Bruder? Okay. Nein, 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 nein. Das ist verrückt. Ah, ich will weg hier. Das kann nicht stimmen. Boah, das war einfach eine Maus mit Aidens Kopf. So, da haben sie bestimmt einen Fehler gemacht. Leute, erstmal würde ich sagen, das war's dann hier an der Stelle mit Minecraft House. Das vergessen wir mal wieder ganz schnell hier an der Stelle. Und das Like, damit es nicht gefallen hat. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, ich allen noch einen wunderschönen Tag. Und hasta la pasta.